Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mathis Elstermann und in dieser Lerneinheit beschäftigen wir uns mit den ersten Schritten beim Programmieren lernen von Java mit dem Editing Java Easily Editor. Das Werkzeug, was wir zum Programmieren lernen empfehlen, ist ein einfacher Anfänger-Editor für Java-Programme, der im Gegensatz zu den Werkzeugen, die in der Industrie eingesetzt werden, viele umständliche Werkzeuge versteckt bzw. nicht eingebaut hat und dafür sehr, sehr übersichtlich ist. Wenn wir den EEJE vor uns haben und zum ersten Mal programmieren, dann muss man sich etwas orientieren. Im Prinzip gibt es hier die sogenannte Shell Area oder Konsole, dann gibt es hier den Bereich, wo der eigentliche Source Code steht. Theoretisch findet man hier unter Dateien, Files, alle offenen Dateien, die man gerade da hat, beziehungsweise den inneren Aufbau davon, wenn man hier auf Struktur drückt. Die Sprache meines EEJE ist auf Englisch gerade eingestellt, aber ihre können durchaus auch auf Deutsch oder anderen Sprachen sein. Man hat hier alle möglichen Werkzeuge, die wir benutzen werden, aber bevor ich lange rede, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, das klassischste aller Beispiele zu programmieren, hier in diesem Bereich. Und wir müssen, wenn wir ein Java-Programm beginnen, dann muss alles in sogenannten Klassen stehen. In dem Fall eine sogenannte Public Class. Und unser Programm, was wir schreiben wollen, ist das berühmte Hello World-Programm. Danach muss man, nachdem man diese Zeile geschrieben hat, muss man eine geschweifte Klammer aufmachen. Und eines der Dinge, die der Editor automatisch für einen tut, ist, wenn man hier nach einfach Enter drückt, fügt er automatisch die schließende Klammer dazu ein. Denn diese Klammerblöcke sind tatsächlich ein sehr wichtiges Element in Java bzw. allen C-basierten Sprachen. Ein paar andere Dinge sind auch aufgefallen, zum Beispiel, dass der Editor bestimmte Worte tatsächlich in blau schreibt und highlightet, während die Klammern rot sind. Und das ist eine Eigenschaft, die man Code Highlighting nennt, die die meisten modernen Editoren für alle möglichen Programmiersprachen eigentlich eingebaut haben. Unser Programm selber ist momentan noch nicht vollständig, beziehungsweise noch lange nicht vollständig. Das nächste, nachdem wir jetzt eine Art Container geschaffen haben, der zwischen dieser geschweiften Klammer und dieser geschweiften Klammer vorhanden ist, ist das nächste, was wir schaffen müssen, eine sogenannte Main-Methode, beziehungsweise schaffen, wir müssen sie deklarieren. Und zwar schreiben wir einfach public static void main, Klammer, runde Klammer auf, string, dann eckige Klammern auf und wieder zu, dann die klassischen Buchstaben RGS, gefolgt von der runden Klammer zu, eine geschweifte Klammer auf und durch das Drücken von Enter ergänzt der EEJE automatisch die schließenden Klammern. Und bei allen Klammern, wenn man sich unsicher ist, welche öffnende geschweifte Klammer zu welcher schließenden geschweiften Klammer ist, dann highlightet der EEJE automatisch, wenn man hinter eine so eine Klammer geht, highlightet er automatisch das Gegenstück, was sehr praktisch ist. Gut, wir haben jetzt hier unsere Main-Methode einfach geschrieben und was andere, was der EEJE automatisch macht, ist, dass wenn ich hier an der Stelle Enter drücke und er sieht, aha, hier wird so ein Klammernblock aufgemacht, dann rückt er automatisch die nächsten Zeilen ein. Und wenn ich den nächsten Befehl hier schreibe, dann ist der im Gegensatz zu dieser Ebene einfach um einen Tab-Stop eingerückt. Die Zeile, die ich hier schreibe, systemout.println, ist ein Klassiker und in diese runden Klammern, die hier stehen, schreibe ich Hello World. Dieses Einrücken hat den Vorteil, dass es ein wichtiges Element beim visuellen Strukturieren des Source Codes ist, dass es tatsächlich für andere Leute leichter ist, das Programm zu lesen. Nachdem ich das Ganze geschrieben habe, kann ich das Ganze speichern und da noch kein Speicherplatz ist, für diese Datei festgelegt hat, schlägt er mir vor, wo ich es ablegen will. In dem Fall lege ich es einfach mal in einen Ordner speziell für diese Lerneinheit. Wir können uns den Ordner einmal anschauen und er hat jetzt quasi, was wir hier geschrieben haben, den Source Code in die Datei helloworld.java hineingelegt. Und tatsächlich ist das nächste, was wir jetzt machen müssen, um unser Programm zum Laufen zu bringen, wir müssen es kompilieren. Dafür ist dieser rot-weiße Knopf hier oben da, der mir diese Datei
kompiliert. Und da ich alles richtig geschrieben habe, ist der Hinweis dann hier unten, dass die Klasse kompiliert wurde. Und wenn wir jetzt uns den Ordner anschauen, wo ursprünglich unsere HelloWorld.java-Datei lag, dann liegt jetzt hier auf einmal eine weitere Datei, eine HelloWorld.class-Datei. Der Compiler hat also diese Class-Datei übersetzt. Und jetzt, wenn alles geklappt hat bei diesem Kompilieren, können wir die Datei ausführen und auf den Startknopf drücken. Und das Einzige, was dieses Programm macht, ist, es schreibt uns Hello World auf die Konsole, also auf diese Shell Area oder auch Konsolenausgabe. Und das ist im Prinzip das leichteste aller Programme. Vielleicht ein paar andere Sachen zum Anfang. Ich habe ja gesagt, dieses Einrücken hat seinen Zweck. Den Computer würde es nicht stören, wenn ich alle Dinge, die wir hier geschrieben haben, in eine Zeile schreibe. Das ist ihm egal, solange die Klammersetzung richtig ist, würde er dieses Programm nach wie vor genauso kompilieren und es würde genau das gleiche tun. Nur ist es für uns Menschen unübersichtlicher und das nur, wenn ich quasi ein paar Dinge geschrieben habe, die man sowieso immer schreiben muss. Um das Ganze, falls es unübersichtlich ist, geworden ist, wieder gerade zu rücken, bietet der IDE tatsächlich einige Erleichterungen, wo man zum Beispiel hier, wenn man dieses Indent Source Code, diesen kleinen schwarzen Knopf neben dem großen blauen drückt, dann sorgt der IDE nach bestem Wissen und Gewissen dafür, dass das Ganze wieder gut und lesbar eingerückt wird. Was ich hier oben geschrieben habe, das muss man erstmal immer so hinschreiben. Das ist in späteren Lerneinheiten werden wir die Bedeutung davon behandeln. Für die Programme am Anfang muss man das im Prinzip genauso hinschreiben, bis darauf, dass hier der Name der Klasse Hello World wird sich von Programm zu Programm ändern. Und alles, was wir tatsächlich ausführen, was ausgeführt wird, wenn wir diesen Play-Knopf drücken, das steht in der sogenannten Main-Methode drin und dort findet alles statt. Was dort stattfindet, ist natürlich jetzt nicht nur die Ausgabe davon, ist relativ langweilig. Immerhin schreiben wir Computerprogramme und was können Computer? Sie können Zahlenwerte berechnen, heißen ja auch Rechner auf Deutsch. Und dementsprechend ergänzen wir jetzt einfach mal das Programm um das nächste Konzept, was für den Anfang wichtig ist, indem wir eine Variable deklarieren. Um eine Variable zu deklarieren, müssen wir ihr einen Datentyp geben, das Int, und wir müssen ihr einen Namen geben, das nennen wir ein I. Dieser Vorgang selber macht erstmal nicht viel und er heißt deklarieren, weil wir dem Computer klar machen, mein lieber Computer, von jetzt an gibt es die Variable I, die heißt I, und alles, was hier nachkommt, ab jetzt, wenn ich I anspreche, zum Beispiel sage I ist gleich 7, dann sage ich damit eigentlich nicht i ist gleich 7, sondern ich sage aus, lieber Computer, hier ist eine Kiste i. In diese Kiste i kannst du nur Zahlen vom Datentyp Integer reinlegen, also Ganzzahlwerte bei einer bestimmten Größe. Und in dem Fall ist es die 7. Und diesen Wert 7 legst du in diese Kiste i rein, sodass ich danach eben sagen kann systemout.println und kann in die Klammern reinschreiben, was er mir ausgeben soll. Der Befehl selber ist fix gesetzt. Hier reinschreibe ich halt einfach nur den Namen dieser Variablen i, was so viel heißt wie, lieber Computer, wenn du diesen Befehl ausführst, dann gehst du hier zu diesem i und holst dir den Wert, der in der Variable gespeichert ist, der natürlich hier die 7 ist. Ich starte das Ganze und er gibt mir einmal, wenn er diese Zeile ausführt, die 7 aus, die in der Variable i steht, oder das Hello World aus, was ich ihm einfach so hier reingeschrieben habe. Wenn ich Variablen deklariere, ich kann auch andere Variablen deklarieren, gibt es einige verschiedene Datentypen, die ich verwenden kann, zum Beispiel den Double-Datentyp, den wir einfach mal den nennen und ihm einen Wert geben. Und im Gegensatz zu den Integer-Werten sind Double-Datentypen nicht Ganzzahlen, sondern ich kann auch Komma-Werte einfügen, die allerdings, weil wir in einem englischen System sind, mit einem Punkt definiert werden müssen, weil das Dezimaltrennzeichen in der englischen Sprache halt der Punkt ist, im Gegensatz zum Kommata und der Code, der Java Source Code, sich eben an der englischen Notation orientiert. Man kann das Ganze ausgeben und kann jetzt an der Stelle
quasi auch andere Datentypen deklarieren. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe es nicht nur die Variable d deklariert, sondern ich habe gleichzeitig auch ihr einen Wert zugewiesen. Das heißt, das gleiche, was ich hier in zwei Zeilen getan habe, kann ich hier auch in einer Zeile tun. Und das spart natürlich Platz, wenn man schon weiß, was man dort für Daten reintun will. Und normalerweise benennt man Variablen nicht einfach mit D oder I, sondern zum Beispiel mit Worten wie Ergebnis. Und das Ergebnis einer Rechnung könnte ich zum Beispiel sagen I mal D. Und er würde mir das Ganze eben berechnen. Er würde zu Variablen I gehen, sich den Wert holen und das Ganze mit dem Wert aus der Variablen D verrechnen. Und das Ganze kompilieren. Und dann könnte ich mir das Ganze auch ausgeben lassen. Indem ich sage, du gibst mir jetzt aus, was in der Variablen Ergebnis drinsteht. Kompiliere das Ganze, führe es wieder aus und das Ergebnis ist 53.19, also 53,2. So viel zu diesem leichten Thema. Was das Deklarieren angeht, das hat den Grund, dass der Computer wissen muss, was das für Daten sind. Man nennt das auch starke Typisierung. Wenn ich jetzt sowas zum Beispiel sagen würde, b ist gleich 7 und würde versuchen, das zu kompilieren, dann bekomme ich eine Fehlermeldung beim Kompilieren. Diese Fehlermeldungen sind tatsächlich etwas, was dem gerade am Anfang, aber auch dem erfahrenen Programmierer eigentlich immer wieder passiert. Dabei keine Panik zeigen, denn eigentlich stehen die Sachen, die man falsch gemacht hat, auch wortwörtlich hier in dieser Fehlermeldung drin. Es gab einen Fehler an der Zeile 10 an Zeichenstelle 3 und der Compiler sagt die Fehlermeldung Error cannot find symbol variable b in class hello world. Er beschwert sich gerade, dass die Variable b nicht deklariert wurde. Und dementsprechend müsste ich ihr einen Datentyp zuteilen, dass ich wieder diese Deklaration und diese erste Wertzuweisung, die man auch Initialisierung nennt, eben angebe und das kann ich dann wiederum kompilieren. Andere typische Fehler sind, die auch sehr leicht vom Compiler erkannt werden können und manchmal auch alles, was schief gehen kann, diese Semikolon-Zeichen, die ich immer gemacht habe, wie Sie gesehen haben, die habe ich noch nicht angesprochen, die Semikolon-Zeichen sagen immer, dass ein bestimmter Befehl, wie zum Beispiel die Deklaration, die Wertzuweisung oder diese Ausgabebefehle, dass die abgeschlossen sind und dass danach der nächste Befehl kommt. Deswegen ist es auch unerheblich, ob die jetzt in einer Zeile stehen oder in zwei, weil die Semikolons tatsächlich die wichtigen Symbole sind. Und tatsächlich sollten Sie beim Programmieren das vergessen haben, würde sich der Compiler auch darüber beschweren und zwar ziemlich direkt in Zeile 10 an Zeichenstelle 12 ist der Fehler aufgetreten, er erwartet ein Semikolon. Und das kann manchmal ziemlich nervig sein, wenn man es aus Versehen eins vergessen hat oder es aus Versehen gelöscht wurde, dann sollte man halt das schnell finden. Dadurch, dass es hier gesagt wurde und oft sind dann alle anderen Fehlermeldungen, die dadurch entstehen können, meistens auch schon weg. Wenn Sie bei längeren Befehlen sich fragen, ja, wo ist denn jetzt Zeile 10? Zeile 10, hier sind natürlich die einzelnen Zeilen des Programmcodes angegeben. Aber welches dieses 12 heißt, Zeichen anstelle 12. Und der IDE zeigt Ihnen noch an, wo diese Zeichen sind. Sie haben hier unten rechts in der Ecke tatsächlich diese 10, 7. Das heißt, wir sind der Cursor, dieses blinkende Teil, der Strich, wo geschrieben wird, ist in Zeile 10 anstelle 7. Und wenn ich den hier weiter bewege, verändert sich die Zahl auch, bis wir bei 12 sind. Dort erwartet er das Semikolon. Und ich kann das Ganze kompilieren. Wieder und wir haben den Fehler beseitigt und damit läuft unser Programm auch wieder. Das war quasi diese Kurzeinführung in die ersten Schritte, in das Kompilieren, in die Fehlermeldungen. Um das einfach nochmal kurz zu wiederholen, schauen wir uns einfach mal so ein ähnliches Programm auf den Folien an. Wenn man Programme schreibt, als Wiederholung muss man halt das Ganze in solche Klassen oder Classes reinschreiben, die Public Class sein sollen und dann brauchen die einen Namen. Die Datei, in der man das Ganze speichert, muss genauso heißen
wie dieses Programm. Das heißt, wenn meine Klasse Hello World heißt, dann muss sie tatsächlich auch in einer Datei namens helloworld.java gespeichert werden beim Speichern. Sollte ich das nicht tun, wie zum Beispiel, ich kann sagen, speichere mir das lieber mal in einem anderen Fall, zum Beispiel Hello World 2. Und ich würde versuchen, das zu kompilieren, dann funktioniert das am Anfang nicht. Ich muss das Ganze schließen, damit der EOTE das wieder kann. Ich öffne die Datei Hello World Java 2. Sieht natürlich genauso aus, wie wir sie gerade abgespeichert haben. Und wenn ich jetzt kompiliere, dann warte mich tatsächlich. Es gab einen Fehler. Die Klasse Hello World ist public und sollte in einer Datei deklariert worden sein, die Hello World heißt. Denn tatsächlich, diese Form des Deklarierens benutzt man nicht nur für Variablen, sondern jedes Mal, wenn man dem Computer über gewisse Schlüsselwörter erklärt, hier hat ein Name wie Hello World oder Main oder I jetzt eine Bedeutung, diesen Vorgang nennt man immer Deklarieren. Und Klassen werden so beschrieben und müssen dementsprechend in gleichnamigen Dateien behandelt werden. Genauso deklariert werden muss eben diese Main-Methode, die automatisch startet wird, wenn man den Play-Knopf drückt. Und beides zusammen ist erstmal die schwarze Magie. Machen Sie sich keine Sorgen erst am Anfang darum, sondern es muss genauso geschrieben werden, dass wir die eigentlichen Dinge, die wir tun wollen, in den sogenannten Rumpf der Main-Methode reinschreiben können. Also in die Klammern von hier bis hier. Wir hatten dann diese Befehle der Variablen-Deklaration. Das heißt, wir haben Bezeichner gegeben, Namen, und haben gesagt, die haben einen Datentyp. In dem Fall Int und Double, das sind die beiden, die man hat. Es gibt andere, die wir in den Lerneinheiten zum Thema Variablen und Datentypen behandeln. Das sind die beiden jetzt hier für dieses kleine Beispielprogramm. Und dann können wir Werte in diese Variablen reinspeichern. Das Ganze würde man hier mit zum Beispiel Festwerten machen. Und 5 plus 98 würde bedeuten, ich speichere den Wert in die Variable i hinein. Oder eben, ich kann einen Variablenwert nehmen, zum Beispiel i, kann ihn mit 7 multiplizieren. Das heißt so viel wie, gehe zur Variable i, hol dir den Wert, der gerade jetzt in der Variable drin steht, multipliziere mit 7 und speichere ihn in dieser Variable name for double var, die wir hier oben deklariert haben. Das sind also Befehle zum Ausführen von Operationen, in dem Fall eine Additionsoperation, eine Multiplikationsoperation, wobei jedes Mal, das ist eben auch eine gesonderte Operation beim Programmieren, der Wert hier der Variablen zugewiesen wird. Und letztendlich hatten wir den Ausführungsbefehl für systemout println. In dem Fall machen wir noch etwas weiteres. Wir verbinden hier einen String, diese Anführungszeichen, die wir schon gesehen haben, mit einem Wert. Und wir könnten das in unserem Beispielprogramm, zum Beispiel hier Hello World plus B, könnten das so ergänzen und wieder kompilieren. Wobei wir in diesem Fall die Hello World-Klasse natürlich wieder auch umbenennen müssen, damit das akzeptiert. So dass wir, wenn wir in unserem Verzeichnis dann drin sind, tatsächlich sehen, hier unsere Hello World 2.java-Datei, die wurde kompiliert und es wurde auch eine Hello World 2.class-Datei erzeugt. Und wenn wir es ausführen, dann führt er tatsächlich hier unten, schreibt er erst Hello World und ergänzt es dann um den Wert, der aktuell in der Variable b gespeichert ist. Das wäre hier diese Aktion der Befehl zur Ausgabe von Variablen, der einfach festgesetzt ist, systemout.println, zumindest in Java. In anderen Programmiersprachen gibt es dafür andere Standardbefehle, muss man einfach rauskriegen, welche es sind, um diese einfachen Textausgaben zu ermöglichen. Wenn wir uns unser Programm anschauen, dann haben wir jetzt viele Sachen in verschiedenen Zeilen reingeschrieben und es ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen und von meiner zumindest Erklärung, was hierbei passiert, wenn man diesen erst Kompilierknopf und dann danach den Ausführungsknopf drückt, dass tatsächlich alles, was hier in dieser Methode passiert, nach und nach ausgeführt wird. Das heißt, Stück für Stück für Stück für Stück führt der Computer jeden einzelnen Befehl nacheinander aus. Eine sequentielle oder prozedurale Vorgehensweise, die quasi jeden Befehl einzeln ausführt. Und das ist am Anfang, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Und wenn Sie einen gewissen Plugin ausgeführt haben, dann können Sie sich das sogar jetzt gerade am Anfang sehr leicht anschauen. Und zwar den Jaliot Plugin. Sie haben unter Plugins hier die Möglichkeit, diesen Plugin herunterzuladen. Wie genau das geht, erfahren Sie auf anderem Wege. Wenn alles funktioniert hat, dann sollte, sobald Sie Ihre Klasse erfolgreich kompiliert haben, hier rechts etwas ausgeblendet, die Möglichkeit bestehen, das sogenannte Jaliot-Plugin zu laden. Und der Jaliot ist ein einfaches Tool für Anfänger, der versucht, die Ausführung eines Programmes Schritt für Schritt zu visualisieren, damit Sie sich als Anfänger sehr leicht klar werden können darüber, was hier eigentlich passiert. Für Profis ist es natürlich ein bisschen langweilig, dafür ist es auch nicht gedacht, sondern es ist ein Anfangswerkzeug, der einem klar macht, was hier passiert. Man hat hier die Möglichkeit, wenn das Fenster offen ist, die Geschwindigkeit anzupassen. Allerdings würde ich Ihnen empfehlen, von vornherein das doch gleich auf die Maximalstufe nach rechts zu schieben, weil die Animationen selbst sehr langsam sind. Aber wir starten einfach mal die Animation. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder hier rechts den ersten Knopf zu drücken, dann hat man eine Art automatische Ausführung, wo alles nach und nach ausgeführt wird, die man jederzeit unterbrechen kann. Es geht in dem Fall allerdings doch sehr schnell, sodass wir das Ganze nochmal zurückspulen können. Vielleicht doch etwas langsamer. Und vor allem können wir es Schritt für Schritt tun, um uns anzuschauen, was passiert, wenn wir wirklich tatsächlich das Programm ausführen. Viele Sachen sind erstmal Dinge, die der Computer selbst tun muss. So ein bisschen das Vorbereiten des Ausführens dieser Main-Methode. Was genau das bedeutet, wird in anderen Lerneinheiten behandelt. Aber ab diesem Zeitpunkt, wenn das so aussieht und er hier tatsächlich auf der linken Seite die komplette Main-Methode, die jetzt komplett sichtbar ist, blau markiert ist, ab dann beginnt die eigentliche Ausführung der Methode, die wir geschrieben haben. Und die erste Aktion, die ausgeführt wird, ist diese Deklaration der Variablen i. Und was er gemacht hat, er hat auf diesem Arbeitsbereich, in dieser Method Area, tatsächlich so eine Karte angelegt, wo HelloWorld.main draufsteht. Das heißt, das ist die Main-Methode in der HelloWorld-Klasse. Und in der hat er eine Kiste bereitgestellt. Die Kiste heißt i und das int bedeutet, dass man Inzahlen reintun kann. Und nachdem man die Variable deklariert hat, ist sie noch nicht initialisiert. Das heißt, es ist noch kein Wert drin. Und diese erste Wertzuweisung, das ist das, was dann hier in der nächsten Zeile passiert. Und wenn wir hier auf Weitermachen klicken, tatsächlich hat er den Wert 7 aus seinem Vorrat an allen möglichen Zahlenwerten, aus den Konstanten, die er halt kennt, hat er dort in die Variable reingelegt. Und das Gleiche können wir jetzt hier machen. Wenn wir einen Befehl haben wie d ist gleich 7,6, tatsächlich ist das beides auf einmal. Er legt zuerst die Variable an, die wir deklariert haben, erzeugt eine Kiste namens d, in die man eben diese Double-Werte, diese Kommazahlen reinlegen kann und speichert den Wert 7,6 da rein. Wir haben im Zeile 6 eine dritte Deklaration der Variablen Ergebnis und jetzt lautet der Befehl i mal d. Das bedeutet jetzt, gehe zur Variablen i und hole den Wert raus, der aktuell drin ist. Und der Jaliot kann uns zeigen, das ist tatsächlich der Wert 7, den er sich jetzt hier bereitlegt. Und danach ist der Befehl, gehe zu d und hole dir dort den Wert heraus, mal 6, und rechne das Ganze zusammen. Und das Ergebnis davon, von dieser Berechnung, ist 53,19. Ein bisschen Ungenauigkeit, die auch die Grenzen aufzeigt, wo tatsächlich die physikalischen Rechenmaschinen durchaus Grenzen haben, weil im Prinzip bei einer geraden Zahl mal 7 sollte jetzt nicht irgendein ultralanger Kommawert sein. Das sind dann die Ungenauigkeiten, wo man auch, wenn das wichtig wäre, tatsächlich etwas aufpassen muss. Aber der Befehl hier am Anfang lautet tatsächlich jetzt, und da muss man ein bisschen vom Lesen her aufpassen. Das heißt eigentlich nicht, Double-Ergebnis ist gleich i mal d, sondern, wie gesagt, multipliziere die Werte aus i mal d und nachdem du alles rechts von diesem Ist-Gleichzeichen getan hast, nachdem legst du den Wert, bedeutet das Ist-Gleichzeichen ist nämlich der Wertzuweisungsoperator, bedeutet also, weise das Ergebnis dieser Berechnung, dieser Operation, der Variable-Ergebnis zu. Und genau das macht er im nächsten Schritt. Er legt den Wert 53,19 oder 53,2 eben in die Variable ab. Und was danach passiert, ist im Prinzip genau das Gleiche, dass eben hier wiederum der nächste Schritt dieser Prozedur ausgeführt wird, Variable b deklariert und auch dort die 7 reingelegt wird, der Wert 7. Und dementsprechend
haben wir jetzt hier die Ausgabe davon. Der Befehl lautete System-Out-Print-Ergebnis. Er hat sich also den Wert hier rausgenommen, hat ihn sich gegriffen und auf der Konsole ausgegeben. Das nächste Befehl, den er ausführt, ist eben schnapp dir i. Und er hat sich wieder den Wert aus i begriffen, hat ihn ausgegeben. Und jetzt wird es etwas komplizierter, weil wir jetzt diese String-Verbindung haben. Er hat nämlich als nächstes Wert hat er dieses komische Ding, was ich schon als String bezeichnet habe, das alles, was in Anführungszeichen steht und durch das Code-Highlighting tatsächlich auch anders dargestellt wird, in diesen Pinktönen vom ERD, hat er sich genommen. Das ist also eine Zeichenkette und der fügt er jetzt, so wie es ist, den Wert aus b hinzu. In dem Fall sagt sich eine Zeichenkette, die 7 ist zwar erstmal ein Zahlenwert, aber ich interpretiere jetzt einfach als Zeichen 7, addiert quasi das Ganze auf und spuckt es uns aus. Und danach ist quasi das Programm beendet, er macht alles zu und wir könnten höchstens zurückspulen. Und so haben Sie mit dem EJE quasi eine sehr leichte Einführung und können jederzeit auch durch dieses, zumindest gerade am Anfang, bevor die Programme komplizierter werden, können Sie sich eben anschauen, was haben Sie gemacht, vielleicht auch rauskriegen, wo ist ein bisschen der Fehler und ob Sie auch prüfen, ob Sie das tatsächlich so richtig verstanden haben, wie Sie sich das vorstellen. Und damit, mit diesem kleinen Beispiel, die Einführung in den EJE, die Einführung in das JELYET-Plugin, ist diese Lerneinheit abgeschlossen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Mathis Elstermann und ich wünsche Ihnen viel Erfolg in kommenden Lerneinheiten.